Liebe Schwestern und Brüder, wir beginnen heute die Lesung des Römerbriefes, zumindest soweit es die Ordnung erlaubt. Die Leseordnung ist das in Ausschnitten der Fall. Und wir hören die ersten 7 Verse dieses Briefes, das sogenannte Preskript, also das klassische Formular, mit dem sich jemand, der einen Brief schreibt, vorstellt. Das ist beim Römerbrief einzigartig, weil Paulus sonst immer an Gemeinden schreibt, die er kennt und die ihn kennen. Ob das in Thessalonich ist, ob das in Korinth ist, in Galatien. Hier, dieser Brief ist ein grundsätzlicher Brief, den er sozusagen seiner Anwesenheit, die er beabsichtigt, voraussendet. Ein sehr gründlicher Brief, der nicht durchfahren wird, wie etwa im Galaterbrief oder in den Korintherbriefen, von aktuellen Anliegen, Problemen, die es zu lösen gilt, die an Paulus herangetragen werden. Man merkt das deutlich an einigen Punkten. Nirgendwo stellt Paulus sich in einem Brief so ausführlich vor, wer er denn ist. Paulus, Sklave Christi. Das ist das Erste, was er sagt. Knecht ist schon fast falsch übersetzt. Er benutzt bewusst dieses Sklavenwort. Schon Origenes in seinem großen Kommentar bemerkt, wie kann das sein, dass Paulus, der im gleichen Brief schreibt, ihr seid eben nicht mehr Sklaven, sondern Freie, ihr seid Kinder. Jesus hat den Geist der Sklaverei von euch weggenommen. Wie kann er sich selber als Sklave bezeichnen? Er tut das, so Origenes, aus einer großen persönlichen Freiheit heraus, weil er dem ähnlich sein will, der sich selber als Sklave bezeichnet hat. Ich bin unter euch wie einer, der dient. Ich bin unter euch wie ein Sklave. Und der am letzten Abend seines Lebens den Sklavendienst der Fußwaschung an seinen Jüngern vornimmt. Sklave Christi, ausgesondert zum Apostel, obwohl er nicht zum Zwölferkreis gehört, wird hier der Apostelbegriff noch einmal ganz stark deutlich gemacht, dass er direkt vom Herrn kommt. Er ist von Christus berufen, auch wenn er nicht mit ihm gegangen ist, ihm zeitlebens nicht nachfolgen konnte, aber von Christus selber ist er gerufen, ausgesondert. Und er ist auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkünden. Und dieses Evangelium will er nun damals dieser Gemeinde in Rom, heute immer noch uns darlegen. Und dieses Evangelium, das bemerkt er gleich zu Beginn, hat eine große Spannung. Es ist das Evangelium für alle. Es ist eine universale Botschaft. Die ist nicht eingegrenzt auf ein bestimmtes Volk, nicht auf eine bestimmte Gruppe, nicht auf bestimmte Fromme, nicht was man sich ausdenken mag. Es ist nicht partiell, nicht partikulär. Dieses Evangelium geht alle an, jeden und jede. Und doch wurzelt dieses Evangelium in einer ganz bestimmten Geschichte. Man könnte vielleicht sagen, ausgerechnet in einem winzigen Volk, das für sich in Anspruch nimmt, von Gott auserwählt zu sein, in Israel. Für uns ist das oft alles so selbstverständlich. Wir nehmen das hin als Banalität geradezu. Aber darin liegt ja auch, und wir merken das zuweilen auch in den Auseinandersetzungen, darin liegt eine große Spannung, manchmal sogar Sprengkraft. Warum lässt Gott sich auf so konkrete, auch manchmal schreckliche Umstände ein? Wenn man die Geschichte Israels anschaut, wenn wir das Alte Testament etwa in den Königsbüchern lesen, denkt man, ist das die Geschichte Gottes mit dem Menschen? Ja. Er ist dem Fleisch nach geboren als Nachkomme Davids. Und doch ist das, was hier geschieht, wer Christus ist, daran kommt niemand vorbei. Das bildet uns die Brücke zum Evangelium heute. Wir müssen uns zu Christus verhalten, auch wenn wir denken, das ist für uns selbstverständlich, das ist für uns lange geschehen. Wir müssen es manchmal jeden Tag neu tun. Nicht, indem wir besondere Zeichen oder eine besondere Bedeutung herausstellen, sondern indem wir entsprechend leben. Indem wir deutlich machen, dass dieses Evangelium, von dem Paulus hier spricht, dass wir uns bemühen, es zu verstehen, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit unserer Praxis. Indem wir versuchen, es zu leben.
indem wir, wie Paulus das für sich in Anspruch nimmt und er es mit seiner Biografie einlösen musste, diese Gestalt des Christus annehmen. Immer mehr und so selber zum Evangelium werden, das zu den Menschen geht und von ihnen verstanden wird.